Hallo und willkommen. Alles fit im Schritt? Das hoffe ich doch wohl. Warte, ich wollte eigentlich direkt rausstürmen, aber erstmal umkleiden geht ja so nicht. Wir müssen ja den Anzug tragen. Ich meine, wozu kaufe ich mir einen Anzug für? Wie viel hat der gekostet? Bestimmt 1000 Dollar, oder? Ja, sowas ist doch teuer, ne? Und dann benutze ich ihn nicht mal. Ne? Ist doch so, oder? Deswegen werden wir uns jetzt im Anzug unseren Heli schnappen. Ja, ich kann mich erinnern, dass ich den genau hier gepackt hatte und er wurde gespeichert. Perfekt, sehr gut. Ah. Und wenn der irgendwann kaputt geht, dann klaue ich mir einfach einen Polizeiheli oder so. Die stehen nämlich am städtischen Flughafen, stehen die, glaube ich, wo stehen die da rum? Ich glaube, an einem Ende vom Flughafen, International Airport, da steht immer so ein Polizeiheli. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber kann man ja rausfinden. Was ist das denn da? Ein Loch im Haus? Das kenne ich aber auch noch nicht. Komisch, das habe ich noch nie gesehen. Oh. Cool. Mal gucken, was finden wir denn hier so? Guck mal, jetzt. Ich wollte eigentlich eine Mission machen. Aber. Oh, interessant. Ist das nicht. Ach, ich. Ah, ach, warte mal. Ich glaube, das kommt später irgendwann in einer Mission vor. Ah, genau. Warte. Ja, genau, dahin. Ah, ich weiß genau. Ich glaube, das kommt in einer Haupt- oder Nebenmission vor, dieses Gebäude. Nein, Roman. Ich bin gerade. Ich inspiziere gerade ein im Bau oder im Abriss befindliches Gebäude. Da musst du immer im falschen Moment anrufen. So. Ich habe nicht weggedrückt. Nein, Daumen nach unten, was? Ich habe nicht weggedrückt. Ich bin sozial. Komm. Ich muss jetzt hier hoch. Näher an den Rand. Ich bin jetzt etwas verwirrt. Wie komme ich aufs Dach zurück? Warte. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Warte. Kann ich ein bisschen weiter in die Richtung? Ja! Sehr gut! Boah, perfekt. Fast wäre ich nicht aufs Dach wieder zurückgekommen. Ich meine, ich brauche meinen Heli. Ich hätte sogar Selbstmord begangen, damit ich wieder spawne und den Heli wiederbekomme. So, wo fliegen wir denn hin? Jetzt haben wir schon 4 Minuten vergeudet für gar nichts. Ach, warte mal. Würde es sich lohnen, jetzt zu Derek zu fliegen? Meinetwegen, komm, machen wir einfach mal. Dann brauchen wir wenigstens nicht so lange dahin, denn ich habe heute nicht vor, Überlänge zu machen. Also ich will heute genau mal in den 20 Minuten bleiben. Oh. Ups. Aus dem einzigen Grund... Kann ich da unten landen? Ach, da, warte, da lande ich. Aus dem einzigen Grund, weil ich nämlich... Oh. YOLO! Hat geklappt. So. Der Heli, der parkt außerordentlich gut ohne die Rotorblätter. Also da kann ich bestimmt gleich wieder super mit wegfliegen. Die könnte ich noch aus Karussell benutzen, aber naja. Sei es drum. Ich habe nicht vor, den heute Überlänge zu machen, weil ich habe morgen Abiturklausur am Laufen. Ist zwar nur Deutsch. Ich meine, für Deutsch muss man jetzt nicht so unbedingt viel Aufregung machen. So ein bisschen lernen hier, dies, das und so. Aber trotzdem, ich will jetzt mal mich gleich noch ein bisschen ranmachen. Da wisst ihr, Deutsch halt, was kann man für Deutsch schon lernen? Take charge of her. Watch her, Nico. Gerne doch. Ah, Kims Boot. Ah ja, ich weiß wieder. Die Mission könnte etwas dauern. Zumindest, wenn ich wieder 3-4 Mal sterbe, so wie letztes Mal. Yeah, you were out of here. I haven't felt safe since Aiden O'Malley went inside. Who's Aiden? Me.
same stuff. We came together for a cause we believed in. At least, I thought I believed in it. I was young. This was a while ago, then. Yeah, so Aiden got caught with something when he was somewhere he wasn't meant to be. Needless to say, he'll be inside for a time. Him, if Bucky think I talk, couldn't see no other way how he got caught. From what I hear, Aiden still rants about me to anyone who listens. I know how it feels to be betrayed. You got... You Fox boy? Yes, I Kim. You Derek? Yeah, welcome to America. We're meeting your friends in Bohan. I'll text you the route you gotta take. Best way to avoid checks. We'll cover your rear. Ich weiß, die Mission ist ziemlich schrecklich, weil ich muss gleichzeitig Boot fahren und schießen. Das ist beim... Another immigrant, arriving in this city, trying to make something of himself. Brings a tear to my eye. When this is done, I won't have to leech off my brothers no more. This deal should mean I can take care of myself. Providing it goes to plan. It's in the hands... What the fuck is this? Ja. I think I gotta go! Use our boat to shield Kim from these fuckers! I don't give a shit if this thing sinks! Das ist beim... Ah, lass mich doch ausreden. Dazu gibt es Untertitel. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier jede Menge rauszuschneiden. Das ist beim Bootfahren besonders schlimm, weil wenn man da irgendwo gegenfährt oder so, dann hat man weniger Chancen, wieder Anschluss zu finden, weil die halt so eine schlechte Beschleunigung haben. So. Ich hab grad so einen Tunnelblick. Ich sehe nur die feindlichen Boote. Und da sind ja auch noch zwei. Ich krieg die gar nicht alle auf einmal weg. Das ist immer so ein Problem gewesen bei genau dieser Mission. Die habe ich schon so oft gemacht. Oh, das Boot explodiert durch ein paar Schüsse einer MP. Super, toll. Explodier, los. So. Halte L2. Boah, das ist jetzt, das ist ziemlich komplex so. R2, um zu feuern. Ja, Versuch 1 dahin, Versuch 2 geht. Da was? Hä? Ah. Okay. Tschüss. Die Mission ist noch nicht vorbei, glaube ich. Folge Kim. Ach, der mit seinem Schiffkutter, der ist ja... Oh, der doch, der ist... doch, der hat schon eine Geschwindigkeit, aber... Ja. I don't know. I told my dealer I was good for the money I owed him. Maybe a few people at the pub I borrowed money from as well. Just say anything for a fix. I wouldn't know. Could be a coincidence anyway. Or fate. You sound like my mother. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr anfangen zu reden. Die besprechen sowieso hier die ganze Zeit irgendwas. Also, guck mal, und ausgerechnet jetzt sagen sie nichts. Super. Naja, ich meine, ja, was soll ich mir? Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich sagen sollte. Verdammt, wieso habe ich mir gewünscht, dass sie aufhören zu reden? Ich habe mittlerweile schon alles gesagt. Warte, worüber kann ich reden? Der Fischscooter, den Kim da hat, der ist aerodynamisch gestaltet, wie Sie sehen. Neuestes Topmodell der 2008er Reihe. Also wir sehen den außerordentlich geilen Mast, ja. Here we are. Got him here in one piece. That was a deal. Thanks, Nico. Thank you, Mr. McGarry. Not such a smooth journey. Yeah, got a bit hairy out there. Good thing you have your sea legs. I hope the rest of your time here is more peaceful. That's all you can hope for in this godforsaken world. See you around, Nico. Don't put all the payoff up your arm, Derek. Only place for it, me boy. Only place for it. See you soon. Ach so. Der einzige Ort für mein Geld ist also mein Arm? Super. Naja, in Form von... Naja, ihr wisst schon, ne? Ich habe da im Übrigen gerade in der Cutscene was Nettes entdeckt. Ich habe mich mal ausnahmsweise nicht auf die Hauptfiguren... Oh, ich dachte, ich könnte darüber springen und das ist ein Steg. Fatale Entscheidung. Ich habe mich gerade
ein bisschen umgeschaut und habe dabei etwas Interessantes bemerkt. Etwas, das zwar so unwichtig für mich ist, aber nein, nicht da oben hin zielen. Da hinten, da ist eine Taube. Kann ich die von hier aus treffen? Ich bin der Schützenkönig von Liberty City. Nicht, dass es nicht andere, wie viele Millionen Einwohner hat die Stadt, keine Ahnung, sonst wie viele Millionen Schützen in der Stadt gibt, aber ich bin der Beste. Zumindest gibt es keinen anderen, der hier sinnlos Tauben erschießt. Warum auch? Wenn sie einem die Reste wegfressen? So, perfekt, dann brauchen wir die graue Tonne nicht mehr. Kann man direkt abbestellen hier. Guck mal, die Müllkosten schon mal gespart. Ja, der Wagen, der hat Style, oder? Warte mal. Gibt's noch, warte, einen Wagen, der Style hat. Ja, das ist. Oh, was sehen meine müden Augen da? So müde bin ich gar nicht, aber egal. Ich brauch mal kurz. Schichtwechsel. Oh. Was? Die Polizei sucht mich jetzt. Okay, die Polizei hält es anscheinend für nötig, nur normale Autodiebe festzunehmen und nicht solche, die immer eben einen städtischen Müllwagen klauen. Ja, dann würde ich sagen, in Zukunft werden nur noch, zumindest in Anwesenheit der Polizei, Müllwagen geklaut. Oh, das ist praktisch. Warum suchen die uns nicht? Kann doch nicht sein. Wahrscheinlich sehen die das nicht als Auto an, sondern als fahrende Müllpresse, was das ja auch ist. Und deswegen, keine Ahnung. Ach, wo bleibt die Logik? So. Wo sind wir denn? Ach, warte, stimmt, wir sind, ah, guck mal, hier war Derek, da hinten, dann sind wir hier lang gefahren, mein Handy hat gerade irgendwas gemacht, keine Ahnung, dann sind wir hier lang gefahren, hier war das Boot und dann sind wir hier rum. Und jetzt sind wir hier im entlegensten Winkel der Stadt und wissen nicht wohin. Jetzt muss ich mich mit dem Müllwagen hier zu Ray durchschlagen. Nein, danke. Warte. Das hat jetzt so wenig Sinn gemacht, den Müllwagen zu klauen. Ich hoffe, die finden den wieder. Sonst freut sich ein anderer drüber. Das Taxi ist doch leer, oder? Guck mal, da muss ich jetzt zumindest jemanden enttäuschen, der da schon drin sitzt. Wegpunkt. Wo ist denn mein Wegpunkt? Ach ja, Way. Okay, dann lass uns zum Wegpunkt fahren. Schön überspringen hier. So. Ja, ich würde sagen, ne, unsere Optionen wären jetzt in den gelben Pfeil laufen oder ein Auto klauen. Aber weil wir schon mal hier sind, können wir auch in den gelben Pfeil laufen. Yeah, 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 sure, Phil, sure. Hey, Phil, listen, you know me. And I know you. Ah, I didn't mean nothing by it. Hey, take it easy. Oh, Phil, take it easy. Yeah, listen, tell Jimmy I said hello. Okay. I'm sorry. Goodbye. We got a problem. Who? You and me? Yeah. I got two options. Option one, you rip me off. Option two, Luca and his buddies rip this bolt off. Hey, hey! I left them with the stuff to bring to you as instructed. Maybe you're in on it. Maybe I am. But if you thought that, I wouldn't be standing here right now. You ain't as dumb as you look. Luca hangs out in Castle Gardens. Go see him. Go get my stuff back so everyone can get paid. Now. Right. Dem Way hat sie Sprache verschlagen. Okay, fahr nach Castle Garden City und zwar mit dem Müllwagen. Warte, wie weit ist das weg? Naja, gut, ist schon eine ordentliche Strecke, ne? 3 Blocks. Puh, naja, komm, dann müssen wir dafür mal den Müllwagen verwenden. Müllwagen nur für weite Strecken benutzen. So, komm. Schichtwechsel, warum schreien die immer so? Ich übernehme einfach nur deren Job. Sinnlos rumfahren und... Was war das jetzt?
sinnlos rumfahren und die Klappe öffnen. Was? Ich kann die Klappe nicht öffnen. Nein, nein, ich kann die Klappe nicht öffnen. Ich kann die Handbremse aktivieren mit X. Sind die denn bescheuert? Nee, danke. Da nehme ich mir lieber hier den Komet. Oder ist das ein Komet, oder? Oder ist das wieder so ein Turismo? Ich kann die nicht auseinanderhalten. Turismo, na klar. Komet hat noch eine... Ist, glaube ich, etwas runder noch vorne. So ein bisschen abgerundeter. Ist mir aber ehrlich gesagt egal. Die sind alle schnell. So. Und schaut mal gleich nebenbei auf die Straßen. Wenn wir mit so einem Auto rumfahren, dann fahren direkt dreimal mehr Tourismus in der Stadt rum. Das kann ich beschwören, ja? Beschwören. Und wenn ich was beschwöre, dann stimmt es garantiert. Und jetzt beschwöre ich, dass wir das Missionsziel erfüllen. Luca, I need that ice back. I don't know what you're talking about, Nicky. I gave every one of those diamonds to Ray. Now, we all know that that's not true. Fuck you, you cabbage-eating prick. Who says it weren't you that made off with them? That's what I'm telling Ray. The game's up, boys. We're out of here. Stattdessen, ich will mein Turismo haben. Ja, lass dein Auto los. Jetzt muss ich so einen gammeligen... Wie heißt der nochmal? Banshee? Genau, Banshee muss ich jetzt... Kann doch nicht sein. Komm, so. Erstmal den da an der Seite fertig machen. Warum gucken die auch aus dem Auto raus? Verstehe ich auch nicht. Die wissen doch genau, dass ich Meisterschütze bin hier. Habe ich ja gerade schon mal unter Beweis gestellt. Das hat sich bestimmt innerhalb dieser 5 Minuten rumgesprochen. Garantiert. So. Warte, ich muss dafür sorgen, dass die auf gleicher Ebene und gerade vor mir fahren. Dann kann ich am besten... So, kann ich am besten durchschießen. Und dafür sorgen, dass ich mithalte. Das ist beim Auto tatsächlich dreimal, viermal einfacher oder so als mit dem Boot, wenn man da gleichzeitig schießen muss. Probier das mal aus. Oder auch nicht. Muss nicht unbedingt sein. Nein, ihr müsst es nicht ausprobieren, aber... Meine Güte, komm, los! Fahr doch mal ein bisschen langsamer. Knapp, knapp, knapp. Los. Fahr langsamer. Nicht ich. Mein Gegner. Boah. Was? Das sah so aus, als hätte ich den Fahrer... Jetzt fährt er in den Park rein. Super. Na klar. Ups. Ups. Tja, das war wohl nichts. Das erste Ups galt im Übrigen meinem Controller, der gleich alle ist. Aber das wird in den, naja, knapp 40 Sekunden nicht mehr passieren. Keine Sorge, ich stopp das nicht ruckartig, aber... ich glaube, das war aber auch eine geskriptete Szene gerade. Weil, ich meine... Wow. Die hätten schon lange... Einen Moment, kurz verstecken hier. Verstecken hört sich zu schwul an. Komm, naja, das nennt man ja Verstecken, was ich gerade tue. Komm. Komm raus. Komm raus, komm raus. Wo immer du steckst. Natürlich weiß ich, wo er steckt. Nicht verraten. Hi. Oh, tut mir leid. Was? Oh. Na? Komm schon, los. Los. Ich hab dem einen Headshot gegeben. Ich hab's genau gesehen. Na also. Zwei, drei weitere Kopfschüsse haben erst gereicht. So, komm. Wohin? Wo ist der? Ach, es sind sowieso schon die Männertoiletten, oder? Hier gibt's nur Männerklos. Was ist das denn für eine Diskriminierung hier? Es gibt keine Frauentoilette. Naja, gut, was soll's. Ja, wenn halt nur Männer aufs Klo gehen wollen. Oder vielleicht ist das... Vielleicht ist das so eine Unisex-Toilette. Da setzen sich normalerweise die Frauen rein. gut. Nein, ich weiß natürlich, wofür das ist, ne? Ihr hoffentlich auch. So. Wo ist er? Ach, warte, es gibt mehr als eine abgeschlossene Kabine. Gut, das könnte spannend werden. Luca. You're making
yourself. Was? Ich hab den nicht umgebracht. Ich hab dahin geschossen. Was? Ich schieße auf das so die Tür dahin die Tür auf und ich gebe dem Typen einen Headshot? Nein, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Also wenigstens liegt er bequem. Erledige Luca. Ich will ihn nicht erledigen. Kann ich ihn laufen lassen? Einen Moment. Okay, ich kann ihn nicht laufen lassen. Wäre auch zu schön gewesen. Ich habe den jedes Mal umgelegt. Aber ich dachte mir, warum nicht? Warum bist du nicht mal ein guter Mensch? Du hast gerade einen Unschuldigen umgebracht. Ja, tut mir leid, Luca. Irgendwas in mir sagt mir, dass du sterben musst. Tut mir leid. Oder vielleicht ist es auch einfach nur der blinkende Kreis um dich. Ich weiß es nicht. Ja, und jetzt erstmal hier, Entschuldigung. Also, naja, gut, kacken gehe ich jetzt lieber doch nicht. Das sieht mir zu dreckig aus da drin. Vor allem hat das Spiel noch nicht gespeichert, das ist das Blöde. Sonst hätte ich mich da auf dem Klo jetzt verabschiedet. I took out Luca's crew and I got your diamonds. What do you mean you took them out? I just wanted you to get the ice back. I didn't say nothing to you about killing those boys. Whatever, they're dead and I've got the stuff. You want to get your hands on it? Come meet me at the bridge in Middle Park. Immer noch nicht vorbei? Warum? Okay, komm dann. Ladadi, ladadu, ladadam. Brauche ich meinen Sportwagen? Ja, ich brauche meinen Sportwagen. Ich habe am Anfang der Folge ein Heli verloren, also muss ich mir gleichwertigen Ersatz besorgen. Gut, der... Ach, da hinten. Ich wollte schon sagen. So, der ist zwar nicht mehr ganz heile, aber wenigstens haben wir noch eine Lampe. Ein Scheinwerfer, Entschuldigung, Lampe. Wie kann ich das, dieses herabwürdigende Wort für einen Sportwagen nur nehmen hier? Das heißt Scheinwerfer und nicht Lampe. Welche ordinäre Wortwahl. So, dann fahren wir jetzt mal zurück. Also nicht zurück, sondern zur Brücke. Und übergeben wir die Diamanten, ne? Ja, es waren Diamanten, so. Oh, dieser weite Weg hat mich erschöpft. Ich muss anhalten. Genau der richtige Ort. Thanks, Nicky. I guess you never know who's gonna stab you in the back, huh? Thanks for the advice. Dass wir seine Leute umgelegt haben, ist anscheinend mittlerweile vergeben und vergessen. Kann mir nur recht sein, ich werde jetzt erstmal den Wagen hier... Einen Moment, warte mal. Oh, verdammt, da ist keine Ampel. Nein, 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 nein. Ich wollte hier einsteigen. Ach komm, wisst ihr was? Ich sag schon immer hier, ich will hier ernst machen und 20 Minuten Begrenzung einhalten und dann sind es doch am Ende 25 Minuten. Aber ich habe halt wirklich nicht so viel Zeit heute. Ich nehme auch nur eine Folge auf. Ja, ja. So. Und möglichst ohne weitere Unfälle zu bauen. Mal gucken, ob da noch ein dritter Wagen auf den Parkplatz passt. Hoffentlich. So, das wird hoffentlich gespeichert. Wenn ich hab keinen Lust, den teuren hier vorne zu verlieren, aber... Nee, warte. Ich schieb den nochmal ein bisschen zurück. So, zurück. Sehr gut. So, denn am liebsten hätte ich es, dass der rote hier gespeichert wird und nicht der kaputte da hinten. Der kann dann ruhig nächstes Mal verschwunden sein. Das wäre mir dann egal. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hat Spaß gemacht, zumindest soweit ich das beurteilen kann. Ich weiß nicht, ob es euch Spaß gemacht hat, aber mir hat es Spaß gemacht. Zumindest zwischendurch mal so ein bisschen wieder zocken. Natürlich, ich meine, bei einer Person wie mir kann man sich denken, dass ich nicht so wirklich 24 Stunden am Tag am Lernen bin hier. Ja, ja. Naja, sind die letzten drei Klausuren in meinem Leben, die jetzt kommen, ne? Morgen schreibe ich Deutsch,
Das sind eigentlich schon fast zu viel Informationen aus dem Privatleben, aber mein Gott, das geht um die Schule, das geht euch auch irgendwann mal was an. Morgen schreibe ich Deutsch, übermorgen Sozialwissenschaften und am Freitag schreibe ich Englisch. Ich bedanke mich fürs Zusehen, gebt eine Bewertung ab und wir sehen uns dann, ja, Donnerstag, ne? Obwohl kann sein, dass Donnerstag, also das möchte ich jetzt mal kurz ankündigen, falls ich Donnerstag kein Video hochladen sollte, das wird jetzt natürlich wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber wenn es dazu kommen sollte, dass ich Donnerstag nichts hochlade, dann liegt das an eben genanntem Grund, aber dann kommt dann Samstag eine Doppelfolge. Aber ich glaube, ich werde das am Donnerstag hinkriegen, ne? Das ist jetzt nicht so. Naja, gut, was soll ich sonst sagen, ne? Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und bis dann. Tschüss.